für die Bild Winterseiten im Sauerland. Wir fahren heute mit dem Bob den Eiskanal auf der Bobbahn runter und jetzt fährt Rolf Dauber. Wir befinden uns hier am Bobstart für die Taxibobfahrten. Ein Pilot, ein erfahrener Pilot und drei Gäste bilden immer ein Team. Hier oben wird eingestiegen. Zwei Mitarbeiter von uns schieben uns an. Die Gäste brauchen nicht mit anschieben. Durch die Startgerade hier oben nehmen wir dann schon richtig Fahrt auf. Wir bewegen uns in Richtung Omega-Kurve. Da geht es dann leicht bergauf, kommen dann weiter in die 3-4. In die Fünferkurve, wo dann zum ersten Mal, naja, so G-Kräfte von 3 bis 4 G wirken. Wir kommen in die große Kreiselkurve, 270-Grad-Kurve, fahren aus der Kreiselkurve raus. Es geht dann in Richtung 9, die spektakulärste Kurve, wo dann schon G-Kräfte bis 5 G wirken, was dann auch eine ganz schöne Belastung für die Mitfahrer ist. Dann geht es rein in das Labyrinth. Dort erreichen wir dann unsere Höchstgeschwindigkeit. Naja, je nach Witterung 120 bis 130 Stundenkilometer. Dann kommt noch die lange Zielkurve. Es geht schon wieder bergauf Richtung Auslauf. Und dann haben wir es nach 1300 Metern geschafft und fahren links aus auf das Zielplateau. Steigen dort aus. Ich habe es geschafft. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Das hat Spaß gemacht. Und es kam mir viel, viel länger vor als die 61,25. Eine Minute und eine Sekunde waren es. Und es ist ein irres Tempo. Ein wirklich ganz, ganz irres Tempo. Toll. Hat Spaß gemacht. Im oberen Teil ist das schon sehr ruckelig und sehr, sehr schnell. Im unteren Teil nach dem Kreisel geht das wahnsinnig ab. Man hat keine Chance, sich zu bewegen. Der Körper wird nach außen gepresst und man ist im Grunde nur noch Passagier. Stark.